Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Zoo. Ja, wir haben in der letzten Folge ein paar Bäume gefällt. Haben auch hier ja schon mal so ein bisschen markiert. Hier kommt der aktuelle Stand der Dinge ein Souvenirshop irgendwie rein. Da kommt so eine kleine Imbissbude. Wenn möglich vielleicht hier eine Kasse. Vielleicht einfach ein Hamburger. Als ob jemand irgendwas bestellt hat. Vielleicht kann man auch ein bisschen was zu essen hier irgendwie draufpacken. Mal schauen, was sich so Schönes ergibt. So viel ich weiß, ist, dass ich ein bisschen Holz brauche. Und am Ende noch eine Schaufel. Denn ohne Schaufel lässt sich schlecht graben und wir müssen graben. Von daher, ich hoffe mal, dass wir da hinten noch eine Werkbank stehen haben. Mal schon. Jo. Hier können wir entsprechend eben eine Schaufel herstellen. So, jede Menge Stein. Komm. Einen kriegen wir noch zusammen. Und wie sieht's aus? Ich warte. Oder so. So. Ach, egal. Dann rennen wir halt nur mit einem einzelnen Stein durch die Gegend. Aber es ist wieder duster. Vielleicht holen wir mal wieder das Bett zur Baustelle. Da wäre, glaube ich, nicht ganz so verkehrt. Von daher. Ja, liegen wir uns mal eben schlafen. Ich finde, was mir jetzt auch gerade als Idee einkommt, in dem Sinn, man macht vielleicht auch einfach hier so einen kleinen zwei Blöcke breiten Durchgang, pflanzt die irgendwie eine Hecke als Sichtschutz und ja. Kommt dann irgendwie hier dann doch nochmal mit dem Weg entlang. Das können wir machen. Da wäre ich sogar prinzipiell sogar dafür. Weil wir Ressourcen sparen wollen. Reißen wir das mal eben ein. Würde der theoretische Souvenirshop zwar wesentlich kleiner werden, aber da fällt mir noch ein bisschen mehr Platz vielleicht für die Ausgestaltung des Zoos hier. Abgesehen davon, dass wir da hinten sowieso das Becken nochmal irgendwann mal zu Ende bauen wollten. Mal gespannt, ob wir das noch bis Folge 100 schaffen. Ich glaube schon bald gar nicht mehr. Wenn das in dem Tempo hier weitergeht. Da habe ich die Steinziegeltreppen dabei. So, 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 so. Hier schön, aber selten.
So, dann machen wir hier mal eben kurz was wieder auf. So. Okay. Also natürlich habe ich wahrscheinlich keine mit dabei. Wäre ja auch irgendwie mal ganz verrückt, wenn ich mal was dabei hätte, was ja vielleicht noch nicht mal wahrscheinlich vor 10 Folgen wahrscheinlich noch nicht mal als angedacht geplant war. So. Okay. Mach ich mal ein bisschen dicht. Und hier irgendwo der Durchgang. Glaube, das ist ganz klassisch. Drei Blöcke hoch. Ja. Weil jetzt stehen irgendwie so ein bisschen, finde ich, die Tische und Bänke hier so ein bisschen im Weg. Wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich glaube, die bauen wir nochmal ab und setzen die woanders hin. So. Hier das Ganze jedoch noch größer, als man es auf dem ersten Moment vermutet oder einplant. Ey, da lohnt sich bald schon gar kein Souvenirshop mehr. Geht's hier hoch? Dann kommt die größtenteils so eine Wand rein. Und dann passt das weitestgehend. Dann ein bisschen Holzkohle verteilen und entsprechend auch Bruchstein. Ach komm, können wir auch alles reinpacken. Mehr Bruchstein. Ah ne, wir haben ja, glaube ich, damals sehr viele an diesem von diesem Diorit abgebaut. Stimmt. Deswegen haben wir nicht ganz so viel Bruchstein. Das wollte ich jetzt nicht. So, dann brauche ich Holz. Holz, Holz, Holz. Der Baum ist auch fertig. Das trifft sich doch ganz gut.
ich ihn auch direkt anpflanzen wieder. Und kommt der hier weg. Dann haben wir 36 Holzbretter. Das ist auch schon was Feines. Kommt da irgendwie ein Ausgang rein? Okay, dann brauchen wir noch ein bisschen Holz. Also es wird langsam kahl hier in der Ecke. Was ist das denn für ein kleiner Zwerg? Aber gut, dieser Zwerg könnte vielleicht sogar schon reichen. Zumindest für unseren Souvenir-Shop. Die Küche muss immer noch einiges erstmal ausheben. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen Holz, aber sonst. Da haben wir unseren Hamburger. Da kommt hier irgendwann nochmal die Pfanne rein. Hier haben wir es gedroppt. Sieht sehr mau aus. So. Da renne ich nicht hier überall um den Stein durch die Gegend. Oh. Das passiert, wenn man es nicht direkt verarbeitet. Ach, es wird schon wieder duster. Was soll denn der Mist? So, und hier ist jetzt die Frage. Ja gut, ich glaube, wir machen das so. Okay. Ich fahre aber immer noch eben hier die ganzen Ziegelsteine. Okay. Vielleicht legen wir uns auch eben kurz schlafen. Aua. Aua. Kann ich mich eigentlich... Warte. Das haben wir gleich. Ich bin mit Sicherheit China-Nazi-Zombie.
So ist fein. Ja, dann würde ich auch sagen, was ist mit der Folge? Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.